I know the reason why we chose to say goodbye, but I can't help my feelings. Right now, I can't deny you never left my mind, and now my heart is bleeding. Why did I have to break it up? Guess I was just a young girl living in a dream world. I thought that I'd be better off, but now I pay the price. I do. I don't know how to forget ya. I can't forget ya. You're always on my mind. I do the things that I should do, so I can't forget, but you're always on. Your secrets, I dream and fantasize that I come by your house telling you about my regrets. Why did I have to break it up? Guess I was way too shallow, my mind was way too narrow. I thought that I'd be better off, but now I pay the price. I do. I don't know how to forget ya. Yeah, you're always on my mind. I do the things that I should do, so I can't forget, but you're always on my mind. Thought you'd be gone by tomorrow, but you're still there tomorrow. And the next day, the next day, I wish I wouldn't remember how you make me feel better in the best ways, the best ways. Goodbye, but can we turn that bye into hello? I know how to love you now. No matter what I do, I can't let go. I don't know how to forget ya. I can't forget ya. You're always on my mind. I do the things that I should do, so I can't forget, but you're always on my mind. Thought you'd be gone by tomorrow, but you're still there tomorrow. And the next day, the next day, I wish I wouldn't remember how you make me feel better in the best ways, the best ways. Hallo ihr Lieben, Ralf hier von Living to Go. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich begrüße euch heute von dem Yachthafen in Greven, ein Wohnmobilstellplatz, der wirklich sehr, sehr schön ist, hat schon fast Campingplatzcharakter, hat mir sehr gut gefallen, super schöne Lage, sehr gepflegt, also für mich ein 5-Sterne-Stellplatz. Ja, aber macht euch selbst einen Eindruck, ich zeige ihn euch mal. Ja, was ein bisschen irritierend ist, wenn er kommt, hier hängt immer ein Seil. Ja, da müsst ihr einfach das Seil abmachen, durchfahren und hinter euch wieder dran machen. Manchmal ist hier auch so ein Schild. Stellplatz ist gesperrt. Ich dachte natürlich jetzt so wegen Corona, darf man nicht so dicht stehen oder sowas, ist aber Quatsch. Solange da noch Plätze frei sind, kann man wohl trotzdem reinfahren. Die Rezeption ist halt erst ab 16 Uhr geöffnet, dann müsst ihr euch da anmelden. Also euch einen Platz suchen und da anmelden. So hat mir ein Campingfreund erzählt und die Rezeptionistin war auch nicht böse mit mir, dass ich einfach reingefahren bin. Ja, hier dürfen auf jeden Fall keine PKWs rein. Die Hunde an der Leine und die Wohnwagen müssen auch draußen sein, obwohl der Platz hier schon einen Campingplatzcharakter hat. Also ich finde ihn top. Ja, ich stehe hier direkt an der Waterfront. Super schöner Platz. Alle Plätze sind so mit Gras,
Ach, so liebe ich das. Ja, hier ist die Versorgungsstation, sehr groß, kann man also sehr bequem anfahren, für das Schmutzwasser abzulassen. Na, hier gibt es dann für die Chemietoilette. Hier kann man auch noch mal nachspülen vernünftig, einen tollen Schlauch. Und hier kann man Frischwasser zapfen. Ja, da seht ihr den momentanen Tarif. 50 Cent für für etwas über 2 Minuten. Ja, die Müllentsorgung ist ein bisschen weiter weg hier. Da müsst ihr zu dem Waschhaus. Das ist hier so dahinter an dem Waschhaus rechts. Da sind so große Mülltonnen. Ja, sind 4 solcher, ja, Stichstraßen, wo ihr jeweils rechts und links euch einen Platz suchen könnt. Ja, wie gesagt, alle Plätze sind mit Rasen. Kommen auch keine Krümel ins Wohnmobil. Also ich finde Rasenplätze einfach am schönsten. Ja, hier in dem kleinen Yachthafen könnt ihr auch euer Wohnmobil zu Wasser lassen. Hier gibt es einen schönen Kran dafür. Ihr könnt natürlich auch einfach nur so reinfahren. Na, Scherz. Sehr schön hier. Ja, hier gibt es auch einen kleinen Biergarten und eine Gaststätte. Hat allerdings jetzt geschlossen um die Uhrzeit. Ja. Ja, hier noch kurz die Speisekarte. Sieht sehr lecker aus. Ja, hier gibt es von den Stadtwerken Greven gibt es sogar eine E-Bike-Ladestation. Sehr vorbildlich. Ja, hier ist die Dusche und ja, hier kann man also Wäsche waschen. Gut, Miele-Maschinen bzw. Siemens. Ja, und die Waschmaschine kostet 3 Euro und der Trockner kostet 2,50 Euro. Ja, Herrensanitär, Toiletten. Ausgesprochen sauber. Ja, hier ist die Dusche, kostet 1 Euro. Werde ich gleich morgen mal ausprobieren. Duschklopf. Mit Wasser. Also echt sauber. Donnerwetter. Ja, die Waschbecken. Ja, sogar Papier zum Hände abtrocknen, Desinfektionsmittel, Seife, ja, kleine Bank zum An- und Ausziehen, jede Menge stabile Haken und Musik. Also, ist ja wie bei mir zu Hause. Ja, ihr habt da mal den Plan von dem Stellplatz. Ja, ich stehe jetzt ungefähr hier. Kostet Waterfront 15 Euro. Die anderen Plätze kosten 12,50 Euro. Ja. Na, man kann also hier gleich hier so durchgehen durch dieses Gate. Und kommt dann hier zu dem Waschhaus. Hier ist die Gaststätte, Hafenmeister. Und hier ist jetzt so ein neuer Foodtruck, steht hier, da kann man Pizza essen, etc. Werde ich heute Abend auch mal in Anspruch nehmen. Ja, hier ist dieser Wasserkran.
Viele Schiffchen. Extrem schön hier. Ja, ich habe das so gemacht, ich bin hier reingefahren, habe mir einen Platz gesucht, Platznummer gemerkt und bin dann zur Rezeption gegangen, habe mich da angemeldet, muss man so einen Zettel ausfüllen mit allen persönlichen Angaben inklusive Schuhgröße und dann ja, wird dort eingetippt und dann seid ihr da erfasst und zahlt euren Obolus. Was ganz schön ist, man kann hier Brötchen bestellen morgens und in der Marina gibt es auch so einen ganz neuen Foodtruck. Kann man eine Pizza und auch so ein paar andere Sandwiches etc. Sich holen oder auch da essen. Ich hatte gestern Abend eine Pizza, war super. Für 9 Euro fand ich absolut okay und war wirklich lecker. Ja, also ich kann nichts Schlechtes sagen über den Platz. Ich finde ihn hier toll. Und wenn ihr Lust habt oder mal in die Nähe seid, dann schaut ihn euch selber mal an. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Schrottfreien Flug und ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Tschüss.